Herzlich willkommen zur Präsentation unseres geschichtlichen Rückblicks über 40 Jahre Musikschule Würdenlos. Wir präsentieren Ihnen mit dieser Tonbildschau die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung der Musikschule von den Anfängen bis zur heutigen Zeit. Verfolgen Sie in der nächsten Viertelstunde den Werdegang der Musikschule von einem kleinen Pflänzchen bis zur heutigen ausgebauten Musikschule. Viel Vergnügen! Die Gründungszeit 1971 bis 1975. Am Anfang der Gründungszeit stehen drei Lehrer der Schule Würdenlos, nämlich Ueli Huber, Rudi Sutter und Rudolf Meier, die mit ihrer Idee einer Musikschule bei der Schulpflegerin Katrin Baumgartner sofort auf offene Ohren stoßen. Am 30. August 1971 beschließt so die Schulpflege, das Projekt Musikschule umzusetzen. Dazu ergibt eine Umfrage unter den Eltern der Dritt- bis Achtklässler, dass bereits eine deutliche Nachfrage für Klavier, Geige, Blockflöte und Querflöte besteht. Wie aus dem Protokoll der Schulpflege hervorgeht, sind die Honoraransätze der verpflichteten Musiklehrer und Lehrerinnen äußerst günstig, sodass eine Instrumentallektion für 100 Franken angeboten werden kann. Diese Kosten gehen vollumfänglich zu Lasten der Eltern. Bereits am 15. Dezember 1971 findet ein erstes Schülerkonzert zugunsten der Hungernden in Ostpakistan, dem heutigen Bangladesch, statt. In den nächsten Jahren wird die Musikschule von den jeweiligen Rektoren Rudi Sutter und Ueli Huber betreut, die auch die An- und Abmeldungen, die Planung der Stundenpläne sowie die Einstellungen neuer Lehrkräfte organisieren. Als offiziell erster Musikschulleiter übernimmt 1979 der Lehrer Heinz Keller die organisatorischen Aufgaben und betreut den Betrieb der Musikschule. Mit dem Aufbau der Musikschule in den ersten Jahren nach der offiziellen Gründung wird auch das Lehrerkollegium laufend erweitert. So zählt die Musikschule 1974 bereits 101 Instrumentalschüler und Instrumentalschülerinnen, die von 4 Blockflöten, 2 Klavier und einer Violinlehrperson unterrichtet werden. Der Unterricht kostet nun 120 Franken für 30 Minuten pro Semester. In 1975 wird die Organisation der Musikschule neu strukturiert. So überträgt nun die Schulpflege und der Gemeinderat die Oberaufsicht über die Musikschule an die ins Leben gerufene Musikkommission, die der Schulpflege untersteht. Der neu konstituierten Musikkommission gehören an Ueli Huber, Präsident, Bruno Brader, Vertreter der Schulpflege, und die Musiklehrervertreterinnen Irene Müller, Gertrud Moser und Barbara Markwalder. Die administrativen Arbeiten werden mit dieser Neustrukturierung vom Schulsekretariat übernommen. Ein Drittel der Kosten für den Musikunterricht übernimmt die Gemeinde,
Zwei Drittel gehen zu Lasten der Eltern. Ausbauphase 1975 bis 1981. Nachdem nun die Strukturen der Musikschule gefestigt sind, entwickelt sich die Musikschule schnell weiter. Bereits im Frühjahr 1975 wird das Instrumentalangebot um Gitarre und Querflöte erweitert. Mit der Verlängerung der Instrumentallektion von 20 auf 30 Minuten pro Woche ab Frühjahr 1977 steigen auch die Tarife, die letztmals 1975 erhöht werden mussten, auf 165 Franken an. 1978 erhalten die Erst- und Zweitklässler die Möglichkeit, die angebotene Musikgrundschule zu besuchen. Der Besuch der Musikgrundschule ist freiwillig und dauert 2 Jahre. Damit erhalten die Kinder eine musikalische Grundausbildung, die sie befähigt, ab der 3. Klasse Primar ein Musikinstrument zu erlernen. Ein weiterer Meilenstein ist die Gründung des ersten Schülerchores durch Leo Moser. 1980 gründen Leo und Gertrud Moser das erste Oberstufen-Jugendorchester, das in den nächsten Jahren an zahlreichen Anlässen auftritt. Dazu zählen Auftritte an Schul-, Musikschul- und Kirchenanlässen, aber auch Gastauftritte, zum Beispiel im Tivoli Spreitenbach oder an Konzerten des Sängerbunds Würenlos. Zur Eröffnung der Mehrzweckhalle 1980 führen die Ballettschule von Hildegard Füglichster und das Schülerorchester gemeinsam das Sing- und Tanzspiel Würenlos Europa Retour auf. Ebenfalls 1980 wird das Instrumentalangebot um Klarinette und Saxophon erweitert. Mit dem Jahr 1981 feiert die Musikschule ihr 10-jähriges Bestehen seit der offiziellen Gründung 1971. Mit dem Jubiläumsjahr 1981 erhält die Musikschule auch einen neuen Leiter, nämlich Leo Moser, Sekundarlehrer in Würenlos. Im Schulblatt 1981 zum 10-jährigen Jubiläum der Musikschule steht zu lesen: Was aus der Initiative der Lehrerschaft heraus in einfachem Rahmen begonnen wurde, ist heute zu einer Musikschule herangewachsen, die sich sehen lässt. 15 gut ausgebildete Musiklehrer unterrichten rund 149 Instrumental- und 51 Musikgrundschulschüler. Die Ära Leo Moser 1981 bis 2000. In den folgenden Jahren kann die Musikschule ihr Angebot sukzessiv weiter ausbauen. Mit den regelmäßigen Veranstaltungen wird die Musikschule fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Würenlos. 1982 wird das Instrumentalangebot weiter ausgebaut. Neu wird auch Trompete angeboten. Gleichzeitig kann auch wieder Querflötenunterricht erteilt werden. Die Musikgesellschaft Würenlos vermietet dazu kostengünstig die Blechblasinstrumente an die Musikschüler. Auch anlässlich des Europäischen Jahres der Musik 1985 baut die Musikschule das Instrumentalangebot weiter aus und bietet neu auch Akkordeon und Schlagzeug an. Dazu wird bereits im Konzert am 25. November 1984 fleißig geworben. Das stetige Wachstum der Musikschule führt dazu, dass die innere Organisation mit dieser Entwicklung nicht mehr Schritt halten kann. So wird 1987 die innerhalb einem Jahr erarbeitete Musikschulordnung in Kraft gesetzt. Dazu gehören auch Pflichtenhefte für Musikschulkommission, Schulleiter, Musiklehrer und Sekretariat. Das Besoldungsreglement, das ebenfalls neu eingeführt wird, basiert auf dem kantonalen Besoldungssystem.
Das Instrumentalangebot kann 1987/88 aufgrund einer Umfrage weiter ausgebaut werden. Neu werden auch Cello, Saxophon, Klarinette und Sologesang angeboten. Mit dem Bau des Schulhauses 4 kann die Musikschule ab Frühling 1987 die nötig gewordenen neuen Musikkeuen und einen Schlagzeugraum beziehen. In Zusammenarbeit mit der Musikgesellschaft wird 1990 die Oberstufenband gegründet. Das neue Angebot richtet sich an Oberstufenschüler und Schulentlassene, die ein Blasinstrument, Schlagzeug, Klavier, Keyboard oder Gitarre spielen und Freude an modernen Rhythmen und swingender Musik aus den Bereichen Jazz, Rock oder Pop haben. ...1991 ist in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr. Zum einen feiert die Musikschule ihr 20-jähriges Bestehen seit der Gründung 1971. Zum zweiten kann aber auch Leo Moser sein 10-jähriges Jubiläum als Musikschulleiter feiern. Und zum dritten feiert Gertrud Moser ihr 20-jähriges Jubiläum als Musiklehrerin, die von der Geburtsstunde an die Musikschule mitgestaltet und mit ihrem Engagement mitgeprägt hat. Als Höhepunkt findet am 26. Mai 1991 ein großes Jubiläumskonzert in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle statt. Zum 20-jährigen Jubiläum hat der bekannte Würmloser Künstler Richard Benzoni auch ein neues Musikschulsignet geschaffen. Auch nach dem spektakulären Jubiläumsjahr veranstaltet die Musikschule fast jährlich richtiggehende Musikevents, die von der Dorfbevölkerung gerne und zahlreich besucht werden. So 1992 ein Musikschulkonzert mit dem Motto «Musik als Brücke der Begegnung» mit Musik, Musikern, Familien, Musikgruppen und einem Chor aus 30 Nationen. So auch 1993 die Aufführung des gespielten und gesungenen Musiktheaters «Die Nachtigall», das in Zusammenarbeit mit den Mittelstufenklassen entsteht. Hier ein Auszug aus der Singpartitur. Aber auch 1994 und 1995 die dorfumspannenden Konzerte mit den Titeln «Das klingende Dorf» und «Klangwolke über Würnlos», wo im Singsaal, in den Gängen der Schulhäuser, in der Galerie zur Alten Mühle, in der Alten Kirche, in der katholischen Kirche, in der reformierten Kirche, im Jugendtreff und sogar unter freiem Himmel musiziert wird. Ende 1993 legt Katrin Baumgartner, die seit der Gründung die Musikschule in ihrer Entwicklung tatkräftig gefördert und unterstützt hat, ihr Amt als Präsidentin nieder. Nachfolger wird 1994 Christian Bernhard. Ab 1995 wird in Zusammenarbeit mit Musik Egloff in Wettingen neu der Keyboardunterricht an der Musikschule Würnlos angeboten. 1996 darf das 25-jährige Jubiläum der Musikschule gefeiert werden. Dazu gelangt am 9. und 10. November die Auftragskomposition «Hey Boy» von Rudi Debrunner zur Aufführung in der vollbesetzten Mehrzweckhalle. Für das Jubiläumsjahr erhalten die Musikschüler Gelegenheit, auch auswärtige Musikinstitutionen zu besuchen. So das Opernhaus Zürich mit Hauptprobe und Aufführung der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, die Orgelbauwerkstatt Hauser in Kleindöttingen und das Aargauische Jugendkammerorchester in Baden. Im Sommer 2000 tritt Leo Moser, der 25 Jahre an der Sekundarschule Würnlos unterrichtet hat und nach 19-jähriger Tätigkeit als Musikschulleiter in den verdienten Ruhestand. Er hat für die stetige und konstante Entwicklung der Musikschule vieles beigetragen und viel Engagement, Kraft und Ideen in das Leben der Musikschule investiert.
Die Nachfolge als Musikschulleiterin tritt die als Klavierlehrerin bereits tätige Katrin Linder an. Neuzeit 2001 bis 2011. Im Jahr 2001 darf die Musikschule bereits das 30-jährige Jubiläum feiern. Die Neuzeit der Musikschule ist geprägt von einigen Wechseln in der Führung und Verwaltung der Musikschule. 2003 kommt es zu einem Wechsel im Sekretariat. Neu übernimmt Monika Wittmer die Arbeiten des Musikschulsekretariats und entlastet damit Uli Henkels, welche bisher alleine das Musikschul- und Schulsekretariat geführt hat. Ende 2008 verlässt uns Monika Wittmer wieder und Annette Rickard-Brogle übernimmt die administrativen Arbeiten der Musikschule. Im Präsidium der Musikkommission kommt es ab 2002 gleich zu mehreren Wechseln. So übernimmt 2002 Iris Fehr das Präsidium vom ausscheidenden Christian Bernhard. 2005 übergibt Iris Fehr das Präsidium an Beatrice Zinniker, die dieses Amt jedoch nur bis 2006 innehat. Neue Präsidentin der Musikkommission bis 2010 wird Regula Medersteiner. Seit 2010 bis heute ist nun Manuela Brand-Sozzi Musikschulkommissionspräsidentin. In der Musikschulleitung kommt es 2008 zu einem Wechsel. Katrin Linder, die Musikschulleitung seit 2001 innehatte, wird von Silvia Riolo abgelöst, welche bis heute für die Gesamtleitung der Musikschule verantwortlich ist. Die Musikschule ist auch in den letzten 10 Jahren ständig weitergewachsen. So zählt die Musikschule 2007 bereits 251 Schüler und heute gar 270 Instrumental- und Gesangsschüler. Mit dem stetigen Ausbau der Musikschule von 2001 bis heute entwickeln sich auch die Kosten für die Musikschule weiter. Die Tarife werden darum jeweils stufenweise angepasst. Heute kostet eine 25-Minuten-Lektion für Primarschüler 460 Franken pro Semester. Ein rege benütztes Angebot sind die jeweils alle 1 bis 2 Jahre stattfindenden Musiklager in Kienthal im Berner Oberland oder in Zwischenflü im Diemtigtal. Der Erfolg und die Organisation sind zum größten Teil den Musiklehrern Eva Debrunner und Claudio Ganonica zu verdanken. In den Musiklagern erhalten die Musikschüler Gelegenheit, miteinander zu musizieren, mit Musik zu experimentieren und zu improvisieren. Mit weiteren Freizeitaktivitäten wie Spiele, Sport, Wandern genießen die Kinder und Betreuer auch das gesellschaftliche Zusammensein. Meist werden die musikalischen Ergebnisse des Musiklagers in einem eigenen Konzert den Interessierten zu Hause vorgeführt oder fließen in ein Konzert der Musikschule ein. Das letzte Musiklager ist erst vor wenigen Wochen im Diemtigtal zu Ende gegangen. Das musikalische Resultat wird auch am heutigen Tag zu hören sein. Seit einigen Jahren wird auch mit der Musikschule Wettingen eine intensivere Zusammenarbeit gepflegt. Seit 2004 beteiligt sich so die Musikschule Würnlos am Wettinger Musikwettbewerb, an dem die Musikschüler ihr Können auf dem Instrument beweisen können. Auch Würnloser Musikschüler gehören regelmäßig zu den Gewinnern der ausgeschriebenen Preise und Anerkennungen. Auch an den Jugendfesten 2006 und 2009 beteiligt sich die Musikschule. 2006 mit einem eigenen Café mit dem Namen Notenschlüssel. Musikschüler, Musiklehrer und Gastformationen sorgen mit dem Motto «In 48 Stunden um die Welt» für die musikalische Unterhaltung. 2009 spielen zahlreiche Musikschüler
Ensembles, Gesangsgruppen und ein Lehrerorchester auf den beiden Eventbühnen des Jugendfestes. Organisatorisch haben die letzten 10 Jahre gleich 2 Veränderungen mit sich gebracht. Damit der Musikunterricht mit der Einführung von Frühenglisch und Blockzeiten in der Primarschule nicht immer weiter in die Randzeiten am Abend rutscht, können ab 2008 in Zusammenarbeit mit der Schule Poolstunden eingeführt werden, die es den Unter- und Mittelstufenschülern erlauben, in einzelnen Unterrichtsstunden während der regulären Schulzeit den Musikunterricht zu besuchen. 2009 erarbeitet die Musikschule im Rahmen einer Weiterbildungstagung ein eigenes Leitbild, das die Musikschule in die Zukunft begleiten soll. Mit der Eidgenössischen Volksinitiative Jugend und Musik, die zurzeit in den Eidgenössischen Räten diskutiert wird und für die Musikschule Würdenlos seit 2008 Unterschriften gesammelt hat und Straßenkonzerte veranstaltet hat, wird auch in Zukunft an der musikalischen Bildung weitergearbeitet, um einerseits professionelle Musikschulen zu garantieren, andererseits aber auch, um einen breit gefächerten Musikunterricht anbieten zu können, wovon alle Kinder auch in Zukunft profitieren werden. Wie auch schon unser ehemaliger Musikschulleiter Leo Moser immer betont hat, wird das Leben der Musikschule in der Gemeinde in erster Linie vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte abhängen. Sie sind die Motivatoren und Gestalter der Musikschule von morgen und die tragenden Kräfte, die auch den heutigen Jubiläumstag möglich gemacht haben. Darum zum Schluss ein herzliches Danke an Simone Rüedi, Klavier, Karin Altermatt, Querflöte, Magdalena Irmann, Akkordeon, Thomas Bossart, Trompete, Barbara Bucher, Musikalische Grundschule, Claudio Canonica, Violine, Eva Debrunner, Blockflöte, Antonio Fernandez, Gitarre, Erwin Häusser, Gesang, Bogumil Kaczmarski, Gitarre, Nadezda Kulova, Cello, Norbert Lang, Keyboard, Katrin Linder, Klavier, Kim Stopoulos, Schlagzeug, Beatrice Merki, Keyboard, Rivert Petersen, Blockflöte, Gertrud Rickli, Blockflöte, Silvia Riolo, Musikschulleitung und Querflöte, Jürg Wehrli, Klarinette und Saxophon, Stefan Wittmer, Klavier, Christina Rietmann, Musikalische Grundschule, Eva Wey, Violine, Antonio Mestre, Chor. Wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Vergnügen an den Jubiläumsveranstaltungen der Musikschule.